Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Ich bin's wieder, euer Poison Black, die Vengeance Pro Poison LP. Und. Du hast den Banditen Ortega erledigt. Das war eine große Leistung. Dafür bekommst du von mir noch extra Gold. Danke. Das war auch eine harte Arbeit. Zumindest die Skyten. Cyrus Zeruk Decker. Nee, Cyrus ist ja der Richtige. Ortega ist tot. Was denn? Wirklich? Schade. Und ich dachte, jetzt geht's richtig los. Naja, dann werde ich mal wieder Nachtwache schieben. Ja. Oder soll ich doch erstmal auf Stärke gehen? Würdest Ich will starker Schwertkämpfer werden. Kein Problem. Ein starker Schwertkämpfer prügelt nicht einfach nur auf seine Gegner ein. Er erkennt die Position des Gegners. Nutze den Schwung deines Körpers, nicht nur den deines Arms. Merke dir das und setze es um. Dann wirst du länger am Leben bleiben. Alles klar. Der Held ist ein starker Schwertkämpfer. Alles klar. Schon mal etwas. Dann gehen wir jetzt wirklich nach Monterra. Ne, nochmal nach Adea. Adea. Wir haben ja von Zeruk die den Tipp gekriegt. Alter, warum frisst ich so viel Schaden? Dem hast du es gezeigt! Bleib stehen. So, das war's mit dir. Zeig. Bastardschwert. Aber das interessiert mich dann eher. Den Rest habe ich noch, oder? Edles Schwert. Oh. Eine Spitzhacke habe ich gut. Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich hoffe, die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Pilzragu. Das nehme ich doch gern mit. Oh, die Töcher. Ich werde einfach abwarten. Bis später. Pass gut auf dich auf. Jo. Wir haben dir viel zu verdanken. So, finde ich auch. Melit. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich denke drüber nach. Zeig. Das nimmt kein gutes Ende. Schattenläufer.
Der Trolling. Oh nee, den behalte ich. Wer ständig alles rum erzählt, darf sich nicht wundern. Ja, kann sein. Wo geht's hier raus? Auf der anderen Seite? Heißt das sowas? Schade. Ich guck mal richtig gut snipen mit dem Bogen. Hä? Was war denn das? Huh. Wacker. Piratenhändler Kork. Wollt ihr wohl damit aufhören? Spezielle Freunde erhalten. Ring der Jagd, Amulett der Stärke. Zu schwer. Und eine zu schwere Truhe. Das glaube ich auch. Die Banditenlager. Okay. Landgang. Ich will diesmal keinen Ärger haben. Beim letzten Landgang habe ich Ortegas Mann ganz schön die Nase zerbeut. Glücklicherweise mochte Ortega den Bastard auch nicht. Sonst hätten wir uns einen anderen Zwischenhändler suchen müssen. Trefft seinen neuen Mann auf der Steinklippe in der Nähe des Küstendorfs. Das Dorf heißt Adrian oder so. Das ist eure letzte Chance, kapiert? Und Krog, du dämlicher Hund. Du musst wirklich an deiner Sauklaue arbeiten. Jedes zweite Wort hast du falsch geschrieben. Das gibt's bei mir auf dem Schiff nicht. Rüdger. Nicht über 500 Goldstöcke. Das ist es nicht wert. Mach du den Handel. Morgen kommen die Jungs wieder. Ich will dich am vereinbarten Treffpunkt sehen. Nimm das Zeug aus der zweiten Truhe mit und hol einen guten Preis dafür raus. Unter 600 Goldstöcke pro Stück brauchst du mir gar nicht wieder vor die Augen treten. Vergiss nicht. Die brauchen das Zeug. Und pass auf deine Nase auf. Wenn du sie bescheißen willst, die machen kurz einen Prozess. Ortega. Oh. Das ist wohl das Problem. Ich kann zwar auch scheiße schreiben. Zumindest ist meine Schrift scheiße. Bei mir kann man zumindest lesen, was ich schreibe. Und ich schreibe nichts falsch. Ich spreche vielleicht Sachen falsch aus. Aber falsch schreiben tue ich sie nicht. Map.
Drachenwurzel. Das geht bei mir nicht auf dem Schiff. Da Jens was erleben. Ah, Mann. Ich liebe Gothic. Hey, Jackie. Na, mein Jung. Unterwegs zu großen Abenteuern? Manchmal. Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert? Ja. Ich denke, dir kann ich es anvertrauen. Sie waren hier und baten mich, ihnen Bescheid zu geben, sobald wieder ein Schiff in Sicht kommt. Ich glaube, sie geben die Hoffnung nicht auf, dass über See irgendwann noch einmal ihre Rettung naht. Gib mir das Gold der Rebellen. Und was hast du für mich getan? Helf mir erst bei meinem Banditenproblem, dann kannst du das Gold haben. Hast du Orks gesehen? Um Himmels Willen! Ich hoffe, du hast Besseres zu tun, als einen alten Mann zu erschrecken. Schönen Turm hast du hier. Ja, für einen alten Seebären wie mich genau das Richtige. Ist aber eine gefährliche Gegend, das sage ich dir. Diese Halunken sind überall. Sie lassen einem alten Seemann einfach keine ruhige Minute. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ich wusste, du würdest mir helfen, mein Jung. Ich habe nicht so viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies als Dank. Halt die Ohren steif. Gib mir das Gold der Rebellen. Ja, natürlich. Das soll ein alter Seemann schon mit so viel Gold. Aber gib es nicht leichtfertig aus den Händen, ja? Zeig mir deine Ware. Habe ich eigentlich noch eine Schaufel? Die nächste auch, oder? Doch, drei. Gold hast du auch noch. Erstmal speichern. Wozu zwei Teleportsteine eigentlich? Mir soll's egal sein. So, jetzt teleportieren wir uns nach Kapdun, weil das näher an Adea dran ist. Monterra. Aber ich glaube, zuvor gehen wir nochmal pennen. Bis mitten in der Nacht. Speichern. Ich glaube, Esi wohnt in dem Haus, oder? Hier steht was über Alchemie. Alles klar. Tut mir leid. Oh. Gebratene Hirschzweig. Zauberwurzöl. Thank you.
Okay. Das bringt ja wirklich was. Nochmal speichern. Nichts zu holen. Zu schwer. Verflucht, was willst du? Gar nichts. Jetzt bin ich aber noch mal bis Tag. Dann geht's jetzt ab nach Monterra. Endlich. Ja. Die Höhle muss noch ein bisschen warten. Da sind nämlich noch die zwei Drachen drin und die reißen mir den Arsch auf. Und das ist nicht so schön, habe ich gehört. Im Normalfall. In der Regel tut alles weh. Ja. Ist hier noch was? Sieht nicht so aus. Aber dafür gibt es hier noch was. Was geht? Du kommst schon zu spät. Es ist alles weg. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht sein Ortega und seine Schweinebande. Der Banditenboss Ortega ist tot. Tatsächlich? Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Die Orks sind schon schlimm genug. Da brauchen wir nicht auch noch Banditen. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich warte auf ein Wunder. Oder noch besser, auf die nächste Ork-Patrouille, die mich in die Minen schickt. Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein. Ja. Hier hast du dein Lampenöl. Wirklich? Danke, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies als Dank für deine selbstlose Tat. Ich werde sofort nach Ardea aufbrechen, bevor mir mein Öl wieder gestohlen wird. Alles klar. Monterra. Ardea. Ich hab was gehört. Ich weiß nicht, auch was ich gehört habe. Feigerkopf.
Waren das alle? Oh, dunkle Pizza. Nichts zu holen. Nee, waren noch nicht alle. Dankeschön. Ja, ich auch. Melone. Ich liebe Wassermelone. Naja, was man nicht alles für XP tut. Zu kann schwer. Ich nicht öffnen. Zu kann schwer. Ich nicht öffnen. Schade. Lagerfeuer. Rohes Fleisch. Okay. Oh, da waren zwei. Hatte ich nicht gesehen, sorry. Dann müssen das Rebellen sein. Stimmt, ich erinnere mich ein bisschen. Darf ich die auch umbringen? Ich bin ja theoretisch gegen Rebellen. Bleib stehen! Keinen Schritt weiter! Sieh an. Noch so ein dreckiger Rebell. Hab ich's doch gewusst. Doch ein Orksöldner. Jetzt bist du dran! Dir werde ich helfen! Tja. Nicht mein Problem. Speichern. Melone. Da. Der erste Krieg fand zur Zeit Robas des Zweiten nach dem Varantinischen Krieg statt. Wilde Orks aus den Nordlanden fielen über das ihrer Meinung nach geschwächte Methaner her. Sie verwüsteten viele abgelegene Bauernhöfe, plünderten Burgen und metzelten die Milizen nieder. Als die schlecht ausgerüsteten, undisziplinierten und unorganisierten Orks jedoch auf die Armee des Reiches stießen, wurden sie regelrecht hinweggefegt. Da ist ein Wildschwein. Also, der Krieg war kurz, aber brutal. Die Menschen kannten keine Gnade, andererseits schwärmten viele Ork-Trupps aus, die alles plünderten und brandschatzten, was ihnen in die Quere kam. Letztendlich siegten die Armeen des neuen Königs Robert II. Und seines Generals Lee über die Orks. General Lee? Der Lee? Ja, geil! Möglich wurde dieser Sieg auch durch die Waffen aus magischem Erz. Auf seltsame Art verletzten diese Waffen die Orks stärker als normale Waffen. Die Freude über den Sieg war bei den Menschen von kurzer Dauer. Schon bald kehrten die Orks zurück und diesmal waren sie besser ausgerüstet, viel disziplinierter und unbedeutend besser organisiert als beim ersten Mal.
Der zweite Ork-Krieg fand einige Jahre nach dem ersten Ork-Krieg statt und sollten zum Untergang des alten Mythana führen. Die Orks hatten aus ihren Fehlern gelernt, diesmal waren sie viel besser ausgerüstet, viel disziplinierter und weitaus besser organisiert als beim ersten Mal. Anfangs hielten die königlichen Truppen stand, doch nach und nach eroberten die Orks immer mehr Gebiete. Um die Elite der Menschen zu schlagen, warfen die Orks schwer gepanzerte Elite-Orks, Schamanen, Massen an Kriegern und sogar zahlreiche Belagerungswaffen ins Gefecht. Die orkischen Sklaven, Galeeren, erwiesen sich den Schiffen der Menschen als ebenbürtig. Manche würden sogar Die Orks führten einen methodischen, gut organisierten Feldzug durch. In jüngster Vergangenheit hat die orkische Flotte die Flotte der Menschen vernichtet, Mythana überrannt und das Minental auf Korinnes besetzt. Damit hat sie die Menschen vor ihrer wichtigsten Rohstoffquelle dem magischen Erz abgeschnitten. Die Orks mussten auch empfindliche Niederlagen einstecken, um sich abzusichern, beschlossen die Schamanen der Orks Belia anzubeten und ihn in gewissen Rahmen zu unterstützen. Die Orks bekamen Unterstützung durch Belias Stärken. Etliche Bewohner Varans haben sich inzwischen den Orks angeschlossen. Diese als Assassinen bezeichnete Gruppe arbeitete für die Ziele der Orks und natürlich ihre eigenen. Oh, da ist nichts mehr zu holen. Ist etwas krass, würde ich sagen. Danke. Wildschwein ist da. Mal schnell speichern. Dann nochmal in die Melone beißen. Oh, Falcher. Ach, das sind Hirsche. Weltkarte. Dann werde ich in die Richtung weiter müssen, alles klar. Nichts zu holen. Wird ja immer mehr hier. Aber was macht hier so ein Krach? Das war die Melone. Problem ist halt, ich kann nicht einschätzen, was hier rumläuft und was nicht. Deswegen speichere ich und bei jetzt noch mein Majora. Oh, noch eine Truhe. Sehr schön. Da ist nicht nichts zu holen.
Das überlebe ich nicht. Heilige Scheiße. Man schmeckt einfach so gut. Oh Mann. Zu schwer. Was erwarte ich auch? Nein. Hau weg die Scheiße. Und hier noch ein Bärenkompott hinterher. Geht mir auf den Sack. Mann, ey. Das sind nur rostige Schwerter, oder? Egal. Noch ein Bogen. Oh, nice. Nice. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ja. Hau. Da ist nichts zu holen. So, dann würde ich sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, hinterlasst konstruktive Kritik und haut raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.